Okay, aber hier war ich letztes Mal auch nicht, oder? Ich weiß es nicht. Total überfordert. Sie haben den zentralen Aufzug abgeschaltet. Was ist hier los? Letzte Nacht hatte ich einen seltsamen Traum. Ich war allein in meiner Kabine. Aber plötzlich war nicht nur ich da, sondern 100 Ichs, 1000 Ichs. Seltsamerweise war das ein schönes Gefühl. Ich war Teil eines Ganzen. Ich gehörte dazu. Hoffentlich träume ich das heute wieder. Oh, crazy, ey. Aber jetzt ergibt das, also was heißt, es ergibt keinen Sinn, aber das schließt alles jetzt hier so ein bisschen ab, ne? Von den ganzen Geschichten, die wir hören. Dankeschön. Cola-Dose brauche ich gerade nicht. Vielen Dank. Zack, zack. Also, wie viel wir aber hier wirklich erfahren auch, ne? Hier geht der Verfolgungswahn um. Jemand hat die Zugangscodes für die Überwachungsstation im Offiziersquartier geändert. Und jetzt kommen wir nicht an den Stand über die Shuttle-Kontrolle heran. Naja, es ist wohl der Hauptverdächtige. Der Kerl denkt nur an Verschwörungstheorien und nackte Weiber. Das ist aber auch mal ein erfülltes Leben. Verschwörungstheorien und nackte Weiber. Hallo? Das ist mir ein zu großer Bereich. Ist das ein Protokolldroide? Oder Androide? Da hinten, jetzt sehe ich die Kamera auch. Okay. Habe ich zu voll spät gerafft. Da ist was Dickes. Ganz prima. Okay, die können aber trotzdem ganz schön viel aushalten. Ui. Mit ihren fetten Schüssen, ey. Ah, die Waffe ist schon echt gut, ey. Meine Fresse. Gegen Technikgegner? Keine Frage, ey. Komm, Norris, mach weiter. Hier stimmt was nicht. Korenschkin hat sich auf Deck 3 verkrochen. Er ruft einen nach dem anderen zu sich. Vogel, Boynton, Swidrick. Und kein einziger kam zurück. Wenn sie mich rufen, weiß ich nicht, was ich tun werde. Und Bronson macht einen Riesenwirbel. Sie sind der oberste Flugoffizier. Sie müssen was tun. Das würde ich ja, wenn ich nur wüsste, was zum Teufel da gespielt wird. Der macht doch einen sympathischen Eindruck, der Norris, irgendwie. Ach, guck mal, da oben. Ah. Gut, da brauche ich mir jetzt hier unten vielleicht erstmal keine Gedanken zu machen, dass hier doch irgendwas rumfleucht und kreucht. Aha. Wir bleiben erstmal unten. Hack. 25% ist auch nichts. Zack, zack. Was? Wie? Nee. Ja, okay. Ja, aber 47 Naniten immerhin. Gehen wir erstmal hier lang, komm. Und noch ein Audiolog. Ich werd bekloppt. Ich habe heute Morgen eine E-Mail von Korenschkin erhalten. Er sagte, er käme zu einer Inspektion hoch. Als er ankam, war es ekelhaft. Es war Anatoli. Und er war es doch nicht. Aber es war auch schön. Und ich gehörte dazu. Wir sahen uns vor, uns allen. Und wir fühlten, dass wir Teil der Masse waren. Nicht helfen, wenn sie sich verstecken. Ja, okay. Das ist dann auf jeden Fall auch was Manipulatives. Was dann die sogenannte Masse hat. Rettungskapsel. Möchten wir da überhaupt hin jetzt? Eie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 
Ja, komm. Wenn ich sterbe, dann sterbe ich halt. Das mit dem Alarm ist halt scheiße, ne? Ja, okay. Ich war tapfer. Ich habe tapfer gekämpft. Also meiner Meinung nach. Wo bist du? Komm, Verrecke! Ah, okay. So. Nachladen. Heilwitziger, okay, 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 okay. Dann erstmal die Kamera-Dingens da vernichten, weil du nervst. Geht doch. Ah, guck mal, der hat wenigstens noch ein bisschen Geld für uns. Kurz einmal heilen. Wir haben so viele Heilgegenstände. Habt ihr auch wirklich recht, dass ich so. Wegen dem Spacko. Okay. Das muss wirklich nicht sein. Und wenn das mir Energie hergeben wird. Würde und auch wird. Der hat nichts für mich. Ich hab die Kamera vergessen. Scheiße, 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 scheiße. Oh. Ha! Ich hab den langsamen Schuss auch noch gewählt, ich Spassel. Vollidiot, echt, ey. So, nochmal so. Und so. Nein. So und so. Mein Gott, frisst die scheiß Würmer. Auch wenn sich das ekelhaft anhört. Ist mir egal. Komm, nehmen wir unser Kristall, weil hier ist wieder irgendwo ein Cyber-Spacko. Aber auf jeden Fall sehr schnell hier. Das heißt, er kann nicht allzu weit weg sein. Nein! Nein! Hasse dich! Ich hasse dich! Abscheue dich! Nur noch eine toxische Spacko. Scheiße, ey. Ja, ist halt so, ne? Was soll ich machen? Da hinten ist noch einer, okay. Das ist der Bereich, wo wir vorher waren. Yep, alles klar. Ich gehe erstmal runter. Oder? Ne, komm, wir machen erstmal den Bereich. Wir versuchen den Bereich mal zu machen. Ups. Ich schätze mal, es wird alles abgeschlossen sein hier, genau. Entschuldigung. Ach, die Zugangskarte für die Brücke habe ich gefunden. Sauber. Das ist doch echt schon mal gut. Ich brauche aber trotzdem eine Toxinspritze. Kriege ich da wahrscheinlich auf. Oh, ein Schraubstock. Schön, auch mal den wieder auch mal wieder zu sehen. 24 Personen in einer Rettungskapsel. Okay, da kann ich mir aber ordentlich breit machen. Fuck. Wie blind die Gegner? Kann das sein? Zwei Augen liegen. Ist immer schön, wenn ich mal so einen Gegner kaputt mache, ohne getroffen zu werden. Ist ja auch eine Seltenheit. So. Ich habe jetzt übrigens mal meine Mikrofonlautstärke wieder ein bisschen hochgestellt. Weil grundsätzlich, das ist zwar okay abgemischt, finde ich. Game Sound zur Stimme, aber grundsätzlich ist das Video eigentlich immer sehr leise. Im Gegensatz zu anderen Videos. Aber es ist schön, dass ich das mal immer so nach 30 Projekten mal gerafft habe. Aber hey. Besser spät als nie. So. Und jetzt, na, ja, juckt. Gut. Da ist nichts. Munition nehmen wir gerne mit. Liegt da noch mehr drunter als die Hand? Unangenehm, unangenehm. Komm. Den hatten wir schon. Ah, und hier haben wir sogar eine Upgrade-Einheit. Ich weiß nicht, ob ich hinterher lieber mal meine Modifikation oder beziehungsweise Wartung aufleveln soll. Oh. Ja, weil hierfür werde ich keine Schüsse bekommen. Das ist das Problem. Ich weiß noch nicht, wofür ich die Prismen brauche. Ich weiß nicht, wofür die da sind. Nee, da kann ich ja nämlich nichts mit aufladen. Das geht auch nicht. Geht auch nicht. Keine Ahnung, ey. Scheiße. Saufe, saufe erstmal einen Saft. Saft! Gut, okay. Gut, dass ich gespeichert habe. So. Hi, 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 hi. Guten Tag. So, okay. Prr. Warum ist der denn... Hab ich noch nicht nachgeladen? Stimmt, ich habe vor dem Quicksave geschossen und nach dem Quicksave nachgeladen, richtig. Hallo. Das ist ja schön an der Laserpistole. Die Schüsse sind auch arg schnell. Da war eine Batterie drin letztes Mal noch, jetzt nicht mehr. Danke für nix, du Penner. Okay. Die
Rettungskapsel wieder funktionsfähig zu bekommen, war schwerer als wir gedacht hatten. Mac musste wieder hinunter. Okay, das war das, was wir schon mal gehört haben, wo ich glaube ich mein Wasser umgeschmissen habe. Ich fand die Zugangskarte so. Das war so dumm. Es jetzt so aussieht, als ob wir endlich soweit sind. Okay. Aber Moment. Wir gehen erstmal nochmal zurück, weil ich habe ja noch das ganze Untergeschoss, was ich eigentlich noch... Stopp. Auf der anderen Seite werden wir uns jetzt natürlich erstmal heilen. Weil hier ist so gerade der Heiltisch. Ist ja jetzt ja gerade gar nicht so weit weg. Da kann ich lieber jetzt nochmal die 5 Naniten investieren. Ah, lecker, lecker. Lecker, lecker, miam, miam, miam. So, hier können wir jetzt wahrscheinlich rein, richtig? Yep. Aber... Wie gesagt, ich habe noch ein, ich glaube, oder was, ein Obergeschoss, was ich noch machen kann? Ich weiß das nicht. So. Aber da finden wir bestimmt auch noch mal ein paar tolle Sachen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Immer mal so eine Stichprobe machen. Habe ich auch wirklich richtig gelootet oder nicht? Genau, hier sind wir nämlich richtig, weil... Ich meine, wenn ich mich nicht sträuche, kann man doch irgendwo noch hoch, oder nicht? War ich hier überhaupt schon mal? Weil da unten war ich nämlich zum Beispiel noch nicht. Es gab irgendwo auch Sprossen, die ich hochgehen konnte. Was ist das? Ach, ein Spielgerät, okay. Ich kann es wahrscheinlich noch nicht hacken, ne, oder? Ne, Hackfähigkeit 6 benötigt. Wenn man das hackt, dann kann man nämlich einfach alle Spiele spielen. Also. Kann man ja mal machen, ne? Au. Tut das weh, das Wasser? Das so dampft? Nö. Okay, hier ist auf jeden Fall auch erstmal... Ekelhafte Drecksviecher, ohne Scheiß. Stirb. Danke. Oh, Spinnen oder sowas. Stopp. Gott. So. Hast du wenigstens was... Auch du, mein Sohn Brutus. So, also Wartung wäre mal nicht verkehrt zu lernen, ne? Oder reparieren. Ja, das hätte ich mir eigentlich sparen. Da würde ich gerne zurückentwickeln, wenn es geht, ne? Aber geht leider nicht. Ja, modifizieren mache ich sowieso nicht eigentlich, ne? Aber komm. Ruf die Schisse, würde ich sagen. Zack, so. Wir können leider immer noch nicht unsere Waffe reparieren. Hier, wo ist das? Da. Brust 6. Wartung 6, ey. Alter. Echt lack gesoffen. Ah, guck mal, jetzt habe ich mit einem Wartungstool nämlich 4 einfach mal reingeballert. Wer es das überhaupt schon gezählt hat. Weiß ich auch nicht. Dupdi-dupdi-dudel-dudup. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ach, hier mit dem Spielgerät. Heckfähigkeit war mir jetzt erstmal egal. So. Ach, kurz meine Nase kratzen mal wieder. Meine riesige Baldur's Gate Limited Edition Kacke ist gestern angekommen. Vorgestern sogar. Ich gehe sie gleich erstmal schön bei meiner Mutter abholen. Meine Mutter sagt, das ist wohl ein Riesenpaket. Ne? Da freue ich mich schon nachher drauf, das auszupacken. Und schön herzurichten und so. Ha. Ey, das war mal seit langem mal wieder eine Sache. Und jetzt klinge ich voll wie so ein Depri. Aber worauf ich mich mal wieder gefreut habe, so richtig. Weil ich habe dann eben im November bestellt. Das kam halt, sollte glaube ich erst irgendwie Ende des Jahres rauskommen. Und dann kam es aber erst Ende Januar raus. Aber, mein Gott. Ich sterbe. Hier ist Johnny. Aber noch einer ist hier irgendwo, ne? So. So, zack. Alter. Die sind ja an die Decke gesponnen worden. Die Spinner, ey. Guckt euch das mal an, was denn hier passiert. Wo gibt es ja einfach nur keine Schwerkraft? Ich hoffe, es gibt ja einfach keine Schwerkraft. Okay. Das ist zu. Es gibt hier Spinnen oder Würmer, die kommen gleich irgendwo raus. Ah, Antiserum. Aber da gibt es ja auch Spinnen. Das wird so sein. Bäh. Geh weg. Platsch. Ich mag das, wie die einfach nur aus 3 Teilen bestehen. Das gefällt mir. Bäh. Nope. So, okay. Granatwerfer. Ups. Ja, also ich glaube, der Granatwerfer ist schon nicht verkehrt, ne? Aber erstmal den überhaupt. In der Lage sein, steuern zu können. Das ist pro. Ich habe den Code der Überwachung.
Position auf. Macht 3, 2, 7, 3 geändert. Ich traue diesen Typen nicht. 83273. Habe ich gerade eine E-Mail bekommen? Weil ich habe auf einmal 20 Cybermodule wieder. Oder wie viel sind. Ja, ja, genau. Ich habe gerade was verpasst. Ich habe gerade nur irgendwas gehört. Cybermodule. Nee, okay. Meine Geschöpfe sind. Halt die Klappe! Ich habe sie gefunden. Endlich. Ihr spricht Doktor. Okay, Marie alles klar. Ja, bla, 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 bla. Ich habe wichtige Informationen für Sie, aber ich stecke in Frage. Ich mag die Delacroix. Die ist irgendwie. Kommen ich mag so die. Die ist sympathisch. Zu mir. So, Gott, müssen wir uns gleich nochmal angucken. Was haben wir denn hier Schönes? Vielleicht sogar Leckeres. Oh, was ist das? Achso, das ist die andere Psy-Spritze, die mir irgendwie irgendwas macht. Keine Ahnung. Ein Psy-Boost verleiht. Aber Psy, ey, ohne Scheiß, das war eigentlich das Schlechteste, was ich hätte machen können, mich der OSE anzuschließen, ne? Weil ich habe die Psy-Fähigkeit am Anfang ein bisschen benutzt. Und das war's. Traurig, aber wahr. Yep, yep. Die ist so laut, die Laserpistole, ne? Was ist mit dir? Ah, Prismen, keine Ahnung. Ein Stasis-Feldgenerator. Was zum Teufel ist das? Vielleicht brauche ich dafür ja die Prismen. Okay, was schmeiße ich denn mal weg? Guck mal, das hier brauche ich ja schon mal nicht. Das Rambler-Organe kann weg. Wir können halt ein bisschen wirtschaftlicher hier alles machen. Zack. Ich bin ja schon fast verführt. Das Teil hier wegzuschmeißen, ne? Weil das benutze ich eigentlich auch nicht. Das Ding kann ich auch nicht verwenden. Hm. Wie sieht's mit dir aus? Was kannst du denn? Was kannst du denn? Der Stasis-Feldgenerator erfordert eine Stärke von 3 und eine Fähigkeit für schwere Waffen von 3. Die erste Modifikation dieser Waffe steigert die Schussgeschwindigkeit um 50%, während die zweite den Munitionsverbrauch senkt. Dies ist ein experimentelles Gerät, das ursprünglich entwickelt worden war, um Patienten vor größeren Operationen...